Hallo und herzlich willkommen beim Waldroden Altenhof, beim Landgut Altenhof. Und heute mit dabei ist der Topper, der Zerstörer. Und Schläfer. Der Detlef, der was nicht entasten kann. Nicht darf. Und der Dr. X, der was die Bäume da umschmeißen tut. Ja, genau, hallo. Und der Manikus, der was da von nix Ahnung hat. Okay. Irgendwas ist hier jetzt gerade ganz, ganz seltsam. Irgendwas, hier laufen Dinge ab, die so gar nicht ablaufen dürften. Irgendwie schaut das sehr komisch aus, was du da tust, Papa. Du magst schon wieder komische Dinge, tust du da machen. Ja, ich hoffe mal, dass irgendwie ein Modder inzwischen schon dabei gegangen ist und einen vernünftigen Häcksler mal gebastelt hat. Weil dieses Ding hier funktioniert irgendwie nicht. Es funktioniert. Du musst bloß den Baum richtig reinkriegen. Ja. Naja, na, sagen genau wir mal so, es funktioniert. Es funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Detlef, kannst du da ein paar Äste da entfernen von den. Ja, mach mal, ich will das ganze Grüne ja weghauen. Naja, dann mach einmal, ich hab's ja schon in der Hand. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn das Ding schwebt. Ja, das geht schon. So, Freunde, aber wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Irgendwie schaut das nicht gesund aus, was du da tust, Papa. Da liegt er schon. Das ist ja auch klar, ist der auf. Ach Gott. Ja, ich glaube, es ist doch besser, wir entasten die Bäume besser. Ja, ich glaube auch, ja, dass man da. Braucht ihr beide Anhänger fürs Häckseln da? Nee, ich brauche bloß einen, weil das kann sich hier nur um Stunden handeln. Ja, weil dann würde ich nämlich sagen, dann können schon mal zwei Leute jetzt anfangen zu dreschen. Ne? So. Das war ein Ast. Da muss man den irgendwie anders her dran toppen, dass ich da helfen kann. Du kannst uns doch nicht wegziehen von dem Spaß. Nee, also ich würde sagen, was weiß ich, Manni und Topper oder Manni und Detlef, egal, machen den Holzkram da. Obwohl ich würde sagen, Topper, der ist gerade so gut da drin mit dem Stapler da, mit dem Gedöns da, wa? Ja, und das Feld, was das Mais angeht, das ist noch gar nicht fertig. Na, wir machen ja auch hier den Weizen weg. Achso. Wir machen aber Strohablage, Doc, bitte. Mit Strohablage? Ja, bitte, okay. Für die Kühe. Okay, dann muss ich mal gucken, ist die Strohablage an? Und ich werde den Topper jetzt dann auch nicht beschäftigen lassen und die helfen kommen. Warte mal, warum geht das jetzt? Topper! Jetzt liegt er schon wieder. Was ist das hier, Stroh? Ich hab den Ast mal weggepackt. Okay, warum? Hab ich jetzt Strohablage an, oder nicht? Mit Punkt magst du das, glaube ich. Ja. Nee, mit Komma. Mit Komma. Oder mit Komma, ja. Manni, ich hab meinen Ast weggepackt. Nee, weil ihr mir das in der F1-Hilfe hier nicht angezeigt habt. Das hat mich gewundert. Ah, okay. Das hat er aus nachher. Ja. Ja. Kannst du mal bitte den einen Anhänger da wegnehmen? Natürlich. Warte, ich drehe eine Runde, fahre neu ran. Ja, naja, ich muss mich sowieso anders hinstellen hier, weil. Um das andere Zeug da ranzukommen. So, jetzt muss ich da mal wegfahren, weil sonst da. Komm ich da. Dann würde ich sagen, dann hat einer das Video mit dem Holzabfahrdings da gedöns, Häckselkrams, und der andere hat halt hier das voll spannende und super interessante Dreschen eines Weizenfeldes. Ja gut, das kennen ja die Zuschauer noch nicht. Nee, genau, deswegen, das sage ich aber voll interessant. Detlef, du kannst weiter, fahr mal weiter vor. Wann nimmt er den ersten, nicht? Detlef, fahr bitte weiter vor. So, und jetzt hängst du den hintersten Anhänger ab. Was kann ich machen? Bist du sicher, dass du das machen kannst? Er könnte, wenn er kann. Aber er kann ja. Naja, er kann. Er kann, wenn er will, kann er keine ganze Menge. Er kann. Er hat das wirklich gekonnt. Also, ich kann vieles. Ganz gekonnt, nonchalant und was so. Was ich nicht kann, ist mich auf die Seite legen mit dem Finger. Ich bin ja nur gespannt, ob der Doppel im Jahr 2015 das schaffen wird, die zwei Bäume da jetzt weg zum Häckseln. Ja, kriegt er schon hin. Sind das zwei oder drei, die wir umgemacht haben? Zwei. Zwei, ja. Vor allem bin ich gespannt, wie viel da rauskommt dann dabei. Ja, da müsste eigentlich also mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Hänger voll werden. Mhm. Weil
Also, der war ja schon halb voll, jetzt der eine, ne? Wo schleicht der Doc rum? Ich bin auf Feld 25 jetzt gerade, also bei dem großen zusammengelegten 24, 25. Okay, ich wäre mit dem Traktor durch, er stellt sicherheitshalber. So, dann hupfen wir mit Drescher. Mit Drescher. 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 Wieso komme ich den zweiten Metrischer nicht rein? Weiß ich nicht, sitzt da wer schon drin? Kann ja nicht, wir sind bloß vier. Ah, da ist er. Jetzt bin ich drin. Okay. So. Dann muss ich ja, da gibt es auch irgendwie eine Mod, dass du die Reihenfolge, die Tab-Reihenfolge ändern kannst, ja, ne? Ja, gibt's, ja. Und ich habe das schon ausprobiert, es funktioniert in Single, aber leider nicht Multi. Ah ja, okay. Das ist leider schade, sonst hätten wir das Ding schon. Ja, das ist ja, das teilweise kommt aber auch rechtzeitig. 91% habe ich nämlich schon. Ein bisschen nervig, dass du immer durch alle Maschinen durchtippen musst. Ja. So, na gut, dann unterstützt mein Doc auf dem Feld. Ja, ich dachte eigentlich, dass du das filmst, wie der Topper sich da abmüht. Ja, das will keiner sehen. Könnte ich eigentlich auch machen. Du hast eigentlich und Idee. Und unterstützt ihn natürlich. Dann stelle mal den Drescher da her für den Detlef. Dass das schnell. Ja, ich fahre ja einen Dreckertanker ab. Den kannst du irgendwo hinstellen. Das kannst du auch machen. Du kannst ihn auch hier hinten jetzt hinstellen. Ich muss aber warten, bis er seine Vorgewende runter fertig hat. Weißt du, ich hätte lieber gedroschen, weil der Topper, der schlagt mir damit die Bäume. Ach so, meinst wegen die Sicherheit, ja? Ja, ja, natürlich. Ja. Da hilft mir mehr Stutzen, was ich aufbaue, glaube ich, nicht mehr viel. Nee, da hilft dir vielleicht ein Panzer, so ein schöner Tiger. Ja. Ja, wenn ich den Tiger reinsetze, ne, und dir fällt dann so ein Baum auf den Kopf, dann tut das vielleicht auch noch, dann macht das ganz schön laut. Aber. Na komm! Ja. Irgendwie zadert das nicht ein, gell? Das ist irgendwie. Ja. Ah, jetzt. Ja, du musst irgendwie den richtigen Winkel erwischen und so. Und ups, weg ist er. Was machst du denn? Sag mal. Nein, ich bin wieder hingelegt. Ja, aber der hat mir ja den Purzelbaum geschlagen. Sag mal. Okay, Leute, es tut mir echt unheimlich leid, dass ihr das bei mir jetzt nicht im Video sehen könnt. Ja, bist du was die Geräuschkulisse alleine sagt schon alles, glaube ich. Ja, was du denn? Sag mal. Och Gott. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Ja, ich glaube auch. Ja, klar, du sitzt ja hinten auf dem Kran. Ach nee, du sitzt doch auf dem Kran drauf, ne? Oder nee, Quatsch, du steuerst aus dem Traktor, richtig. In der Kabine sitze ich drin. Ja, also von daher. Probier das einmal mit den kleinen Äste dort. Fangen wir klar an. Ja, die sind aber schwieriger als das große. Ja, aber mit denen hat er das vorher besser kennen als mit den großen Stämmen, weil da hat sie mir das mehr um. Ja, okay. Der hat jetzt echt einen Setwert-Salto gemacht. Das ist unglaublich. Da mit anderen Worten, da ist noch, was Verbesserungen angeht, Luft nach oben. Ja, liebe Firma Giants. Ja. Es ist zwar recht lustig, aber wirtschaftlich ist es nicht gerade. Nee. Ich muss dazu sagen, wenn da drei Leute zugucken, na, dann wird auch der Baum nervös. Weißt du, dann fängt er an rumzuzucken, ja. Ja. Okay. Na, vorhin ist traurig, der hat nicht einmal den einen Baum von mir da dann gehäckselt, ja, und den hat er nicht einmal noch angeschaut. Okay. Also, das kann noch dauern. Ja. Aber jetzt schaut's gut aus, ja. Ja, topper, jetzt hast du es drauf. Ja, ich sag ja, mit den Nadelbäumen geht's einen bei Weitem besser. Naja, natürlich, aber auch nicht wirklich gut. Doch, es geht bei Weitem besser. Aber ich muss da ehrlich sagen, ja, die zwei Bäume, die haben mich schon die ganze Zeit gestört am Hof. Ich meine, da hinten ist ja der eine große, der stört mich ja auch noch da. Ne, der gehört ja auch weg, aber ja, das würde dann das nicht mehr tun. Irgendwann mal, ich glaube, ja, jetzt lassen wir die zwei da verarbeiten, dann haben wir noch genug zu tun. So 2018 oder so. Ja. So, ich mach mal hier den. Tust du eigentlich mit Tastatur oder Maus oder mit Gamepad? Gamepad. Aha. Okay. Oh, ja, ich habe mein Gamepad ja gar nicht aktiviert, sonst würde ich ja sagen, dann zeig ich dir mal, wie das geht, aber. Wieso aktiviert? Hast du es angeschlossen? Angeschlossen habe ich es, aber ich habe es nicht aktiviert. Aber das schaut jetzt schon ganz gut aus, wie du das machst. Ja, yeah, schaut aus wie ein Dings. Du hast jetzt den Hänger eigentlich hingestellt? In seiner Hose.
Der Hänger hängt noch am Truck. Ja, aber und wo ist der Truck? Na, hinter dir. Jetzt gleich vor dir. Okay. Es schaut so aus, wie wenn die Entscheidung jetzt so schwer gefallen war, was sie in Osten immer jetzt da. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, bleib da stehen, ich komme zu dir. Ja, das schaut aber nicht einmal schlecht aus. Aber ich kann mal abhängen, naja, dann hast du den in der Nähe. Ja, genau, dann wäre, dann kannst du mit dem anderen die andere Hälfte vom Feld machen und so und dann. Ja, ich wechsle einfach einen Drescher. Genau. Das müsste eigentlich so hinkommen tun, täte das. Na, wenn sie das so sagen, dann. Ne? Dann wird das wohl so sein, wa? Ja, genau. Ich glaube, Doppa, das, was mir aufgefallen ist, dass du das ziemlich mittig einlegen musst, weißt du? Und dann zahlt das eine. Ja, und wie gesagt, du musst es irgendwie in einem Winkel, dass der sozusagen vorne, wo die Walze ist, muss er unten sein, der Ast, und halt das hintere Ende hoch ein bisschen. Sobald du das mittig auf das Förderband legst, zahlt das brav eine. Aber wenn du ein bisschen seitlich bist, weißt du, auf der Seite ankommst bei der Maschine, dann tut er nichts. Ups. Kann ich den Oster damit durchschneiden? Lass damit. Ja, lass da. Ja, ja, so ist es du und nicht anders. So, jetzt haben wir das eine kleiner gemacht, dann tust du vielleicht auch leichter. Ja, genau, so mittig, ja. Und dann zahlt er das brav eine. Oder nicht. Oder auch nicht, ja, das ist eben genau das Problem. Was war denn das jetzt? Ich hab's fallen lassen. Ja, man müsste irgendwie so eine Art so ein Magazin, weißt du, wo du die Dinger reinlegst einfach und also eine etwas größere, ja, so eine Wanne oder sowas, wo die dann drin liegen und von da aus werden die dann in den Häcksler gezogen. Es gibt so einen Tisch, den du an drei, als Dreipunkt anbauen, Schlepper ranbauen kannst, bloß der ist nicht wirklich steuerbar. Okay. Nein, ich meine, es könnte auch sein, dass die Baumstämme vielleicht nicht viel länger sein dürfen, als was das Förderband da ist, weißt du? Ja gut, okay, dass du nur so Meter hinten reinschmeißen darfst. Also ich hab's mal ausprobiert, wenn man jetzt Nadelholz häckseln, ist, wenn du mit dem Harvester arbeitest, 4 Meter die Länge, wo es geht. Okay. Ja, okay. Ja, aber wo ist der Unterschied zwischen den Laubbaum und den Nadelbaum? Außer, dass du umfliegst schon wieder. Ja, der Nadelbaum ist halt gerade. Da hast du auch nicht so die dicken Asten dran. Den entastest du und dann ist der Nadelbaum einfach nur ein Stab, der Stamm, reingezogen ja. wird. Ja, aber jetzt hat er auch zum Beispiel nur einen Stamm in der Hand. Da ist jetzt, ja, ich bin aber, muss ich ehrlich sagen, an den Häcksler unten unter das Förderband gekommen und dann... Ja, ist halt so eine Wissenschaft für sich. Aber das ist natürlich auch wieder, muss ich sagen, einerseits, klar, da ist noch ein bisschen was im Argen, ne? Da stimmt noch einiges nicht. Andererseits ist es natürlich mal wieder eine Herausforderung in einem Spiel. Naja, vor allen Dingen sind wir mal froh, dass es überhaupt funktioniert. Das hat ja am Anfang gehabt, dass es nicht einmal funktioniert, ne? Ja. Also, naja, gut, funktionieren ist halt auch anders, aber naja, gut. Sagen wir so, es ist besser wie vorher. Ja. Ja, zumindest sieht man jetzt, wenn einer einen Baum fällt. Ja. Ja. Auch wenn man denjenigen nicht sieht, der den fällt. Ja, genau. Derjenige, der fällt, wird dann auf einmal zum Geist. Das ist schon, ja, es sind noch ein paar Bugs drin, da wird garantiert noch der eine oder andere Patch kommen müssen. Aber ich sag da Unstopper, so einen Baum schmeißt man immer mehr um. Nö. Wenn ich mir das ausschauen tue, was da für Klaffizelei da jetzt noch ist zum Tun, ja. Na bumm. Oder wir warten halt wirklich so lange, bis wir hier diesen, wie heißt der, den Ponser gedürzt. Ja, da hast du aber das nächste Problem, der nimmt die Laubbäume nicht. Ach stimmt, der nimmt die Laubbäume nicht, ja, stimmt. Der ja nimmt auch, die Blaubäume auch nicht, genau. Ja. Also da kannst du es dran und wenden, bis du willst, so ein Baum werden wir nicht mehr umfällen. Ja. Das heißt, wenn ihr wieder mal so eine gute Idee habt, dass mir ein Baum nicht gefällt, sagt ihr, nee, der Baum ist super, der ist echt toll, den lassen wir. Das ist ein Naturdenkmal und so. Genau, richtig, also, ne? Ja, oder wir müssen tatsächlich auf die Modder hoffen, dass da irgendwie was richtig Geniales kommt von denen und, ne? Ja, aber der hat da jetzt noch mindestens 5-6 Stickeln zum einen. Ja, Detlef, du fährst übrigens falsch rum.
prima. Nee, ich tanke ja gerade ab, ist ja falsch rum. Ja, du fährst aber trotzdem falsch rum. Du musst im Uhrzeigersinn ums Ja, das war 2014, so 2015 ist auch noch. Okay, mit diesem Satz würde ich mal ganz einfach sagen, wir verabschieden uns für heute, oder Manni? Ja. Ja, Freunde, das war's wieder von Landgut Altenhof. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir haben auf alle Fälle Spaß gehabt mit dem Top und jetzt mit dem Detlef. Ja, ist wieder mal alles sehr lustig gewesen in 9 Jahren. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.